Moin zusammen, herzlich willkommen zurück bei den Säulen der Erde. Ich bin's, euer Ori, und wir sind hier zurück mit Jack, Jonathan und all jener, die hier gerade versuchen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das Bild zusammenzusetzen, um die Verbindung irgendwie herzustellen, um herauszufinden, was passiert und um vor allem eben herauszufinden, wer der Zeuge sein kann, der eben hier diese, ja, und es sieht sehr nach einer Verschwörung aus, der das eben entsprechend bezeugen kann. Ja, ich habe mir zwischen den beiden Aufnahmen ein paar Gedanken gemacht und ich habe eine Idee. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube am Ende des Tages, dass die Verbindung irgendwo hier zwischen Jack und Prior James sein muss, weil alle anderen sind sozusagen zu weit weg. Er ist der Strippenzieher. Percy Hemley, inwieweit er jetzt damit beteiligt war. Also er ist eigentlich eine Art Bauernopfer. Genauso wie Prior James eigentlich. Aber irgendjemand, der hier Beweise finden kann, muss aus diesem Umfeld kommen. Und von daher werde ich mal versuchen, dass wir hier nochmal ein paar Verbindungen vielleicht herstellen können. James war der Prior von Kingsbridge. Dort soll dein Vater den Kelch gestohlen haben, um ihn einzuschmelzen und zu verkaufen. Aber wir wissen, dass das nicht wahr ist. Denn wir haben ihn gefunden. Philipp hat den Kelch wiedererkannt. Aber Bischof Henry will einen Zeugen. Der Kelch reicht nicht aus. Aber er ist ein wichtiges Indiz für uns. Ja, genau. Genau, den Kelch haben wir ja gefunden. Das heißt, er ist nicht gestohlen worden. Und er war in dieser Kammer, unten in der Krypta, wo Prior James war. Das heißt, hier ist dann auch irgendwo die Verbindung zwischen dem Kelch. Ein goldener Kelch mit Edelstein besetzt. Es heißt, er sei eingeschmolzen und verkauft worden. Ja, und genau das ist nicht passiert, sondern er war bei Prior James in der Krypta unten. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Deswegen schauen wir mal, was sie noch hierzu zu sagen haben. James hat behauptet, dein Vater hätte den Kelch gestohlen und verkauft. Doch stattdessen hat er ihn selbst in Kingsbridge versteckt, in der Krypta. Wir haben dort unten James' Geißel und ein Bett gefunden. Die geheime Kammer ist wichtig. Also, die geheime Kammer, genau, wo wir den Kelch gefunden haben und wo James offensichtlich, ja, gewohnt hat oder gehaust hat, nachdem er eigentlich hätte tot sein sollen. Das ist irgendwie noch ein Mysterium. Der Grund für den Riss in der Ostmauer. Der Kelch wurde dort verborgen und erst kürzlich wiedergefunden. Warum wurde der Kelch versteckt? Und von wem? Du sagtest, Prior James habe seine Tat bereut. Er konnte den Kelch vermutlich nicht einfach zerstören. Nicht einmal, nachdem er ihn dazu benutzt hatte, deinen Vater zu beschuldigen. Es war immerhin ein Messkelch. Und ein Zeichen für das, was er getan hatte. Genau, im Grunde war der hier das Symbol seiner Schuld, wenn man so will. Wir kommen der Sache näher. Okay, das hatten wir eben auch schon. Dann schauen wir nochmal, ob wir jetzt dann die Verbindung herstellen können zwischen der Kammer und Prior James. Denn die muss irgendwo da sein. Das ist irgendwie so ein bisschen das letzte Puzzleteil, was da noch fehlt. Warum er eben ja nicht, wie es erzählt worden ist, sozusagen vom Teufel getrieben in den Fluss gegangen ist, sondern irgendwie in dieser Kammer hauste und dann womöglich später erst gestorben ist bei dem Brand der Kathedrale. Alle dachten, Prior James sei tot, dass er ins Eis eingebrochen sei. Ja, genau. Und jetzt wissen wir, dass er versteckt wurde. Warum glaubten seine Mönche, er sei tot? So Prior Remigius sagte, er hätte James Rosenkranz am Fluss gefunden. Daher dachten alle, der Leichnam sei fortgespült worden. Sie haben einen leeren Sarg begraben. Aber welche Rolle spielt Remigius dabei? Philipp sagte mir, Remigius sei dabei gewesen, als Walloran Philipp zum Prior machte. Walloran und Remigius kannten sich.
Das erklärt, warum Walleran Remigius später zum Prior von Shireen gemacht hat. Und Remigius hat meine Mutter erkannt, als wir in Kingsbridge ankamen. Er muss dabei gewesen sein, als mein Vater angeklagt wurde. Ich glaube, Remigius ist der Schlüssel. Es ist möglich, dass Walleran Remigius anstiftete, Prior James verschwinden zu lassen, als James darüber zu reden begann, was sie getan hatten. Als James anfing, mit dem Teufel zu reden. Aber aus irgendeinem Grund versteckte Remigius ihn. Aber Walleran hat das nie erfahren. Ja, das erklärt, warum er dir nicht glaubt, als du sagtest, du hättest James im Feuer gesehen. Wo James am Ende starb. Und Remigius dachte, keiner wüsste es. Wir müssen Remigius finden. Er ist unser Zeuge. Beeilen wir uns. Es wird schon dunkel. Der Prozess wird bald weitergehen. Die Leute kennen euch beide. Ihr solltet nicht einfach so in Shireen herumlaufen. Er hat recht. Ich werde nach ihm suchen. In Ordnung. Pass auf dich auf. Und Jonathan? Ja? Wir unterhalten uns später. Über das, was heute gesagt wurde. Über Tom. In Ordnung. Remigius. Remigius. Wo steckst du? Genau, also das war... Ja, jetzt ist es natürlich leicht zu sagen. Aber das war tatsächlich ein Stück weit meine Idee, weil er war im Grunde der Einzige... der übrig war. Der Einzige, der eine Verbindung irgendwie herstellen konnte zwischen dem alten Prior und Walleran. Also wie das jetzt Ganze zusammenhängt und warum... Ja gut, das müssen wir jetzt noch einfach herausfinden, welche Verbindung er da genau jetzt hat. Aber dass er im Grunde die Verbindung ist, das hatte ich... das habe ich mir tatsächlich gedacht, aber jetzt schauen wir mal. Ja, also jetzt sind wir mit Jonathan unterwegs. Hier ist der Scheiterhaufen. Sie errichten bereits den Scheiterhaufen. Ich muss mich beeilen. Dann haben wir hier noch eine Menschenmenge an der Kathedrale. Die Kathedrale nach altmodischer Bauart. So viele Menschen sind zum Prozess gekommen. Für die meisten ist es nur ein Schauspiel. Okay, das ist auch die Kathedrale. Hier ist der Bischofspalast. Da können wir aber auch nicht hin. Walleran's Palast. Ein großes Haus, dort ist keiner, alle sind zur Kathedrale gegangen, das Schenkenviertel. Ja, also es ist jetzt die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen, von daher würde ich sagen, fangen wir einfach da an, wo wir jetzt hier am nahesten dran stehen. Niemand darf sich dem Scheiterhaufen nähern. Warum nicht? Befehl von Bischof Henry. In Ordnung. Okay. Gut, jetzt sind sie auch weg. Ich dachte, wir könnten jetzt noch... über Remigius mit ihnen sprechen. Gut, dann gehen wir mal hier als nächstes zu der Menschenmenge. Also ich meine, da hat so viele Leute, vielleicht wird da irgendjemand etwas gesehen haben. Willst du hineingehen, Bruder? Nein, noch nicht. Danke. Gehörst du nicht zu Prior Philip? Ja, das stimmt. Ich hoffe, sie werden ihn freisprechen. Er ist ein guter Mensch. Er ist ein Ketzer! Narren, seht euch nur an! Wer seid ihr, über jemanden zu richten, der euch nie ein Leid getan hat? Vergib ihnen, Bruder. Wir richten ihn nicht, aber Gott wird es tun. Ei, guck mal. Also, haben wir ihn hier rausgescheucht? Das war er doch gerade. Eindeutig, also, hinterher, hier ist er. Rein können wir hier. Oh, jetzt großes Haus, okay. Remigius? Ich glaube nicht, dass er hier ist. Doch. Das ist er doch, Leute. Warte. War er das nicht? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Jetzt geht er da runter zu St. George. Und wer war das hinter ihm? War das dieser... dieser... Timothy? Oh Leute, es wird dunkel, wir müssen uns beeilen. Ich frag jetzt mal nicht. Oh, hallo? Hier ist schon das, die hier schon das ist Feuer an dem brennenden Wagen. Ist jemand da? Ihr hattet eine Aufgabe. Timothy, sag ich doch. Mein Gott.
Unser Bischof ist sehr... sehr... Verärgert. Nein! Was macht ihr da? Ich tue, was er mir aufgetragen hat. Ah, dieser Typ. Hört auf! Oh Gott. Nein! Habe ich es noch geschafft? Oh! Oh Gottes Willen, haben wir es noch geschafft? Bleib weg! Das geht dich nichts an! Nein! Wer hat euch das befohlen? Na, wer wohl? Niemand! Ja, niemand, klar. Ich, Warum wollte er dich töten? Ich werde es dir sagen. Ich werde es allen sagen. Habt ihr einen Zeugen? Vater Remigius, Prior von Shiring. Wo ist Timothy? Was Sie gesagt haben, ist wahr. Bischof Wolleran wollte den Spielmann Jack Sherberg tot sehen. Er befahl unserem Prior James, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Und das hat er getan. Das ist eine Lüge. Ist dem so? James hat über seine Tat den Verstand verloren. Er war drauf und dran, allen die Wahrheit zu sagen. Und dann befahlt ihr mir, ihn zu töten. Unsinn! Lasst ihn sprechen! Ich konnte es nicht. Ich habe ihn versteckt. Aber er starb bei dem Brand. Jack hat ihn gesehen. Er war es. Ich habe seine Gebeine nach dem Brand gefunden. Ich habe sie vergraben. Ihr solltet dem ein Ende setzen, Henry. Das meine ich ernst. Warum sollte ich? Ihr solltet dabei auch an euch selbst denken. Ihr habt das alles gewusst. Was sollte es mich angehen, ob dieser Spielmann stirbt oder nicht? Euren Bruder ging es an. Der Spielmann hat den Untergang des Weißen Schiffs überlebt. Er hat gesehen, wie euer Bruder die Familie des Königs ausgelöscht hat, damit er den Thron besteigen konnte. Das ist lächerlich. Bischof Henry und König Stefan haben uns aufgetragen, diesen Mann zu töten. Ihr wollt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Die reine Wahrheit. Das stimmt nicht. Ei. Die alte Vettel. Wolleran ist ein Lügner. Regan Hamley. Wer ist das? Regan Hamley. Es ist Regan Hamley. Die Graf in der Hexe. Er säuft sie, verbrennt sie. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist Zeit, meine Stimme zu erheben. Diese Frau, Ellen, sie hat die Wahrheit gesprochen. Drei Männer waren verantwortlich für den Tod des Spielmanns. James, der Prior von Kingsbridge. Der Vogt, mein Gatte, Percy Hamley. Aber es war Wolleran, der dahinter steckte. Und nur Wolleran. Nein! Er hatte Gerüchte gehört. Über das Weiße Schiff. Über unseren König. Er hatte gehofft, die Gunst des Königs zu gewinnen. Indem er einen Unschuldigen hängen ließ. Aber ich war's nicht allein. Sie haben es gewusst.
Schafft ihn fort! Tja, damit ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Die Verschwörung auch. Das ist dafür, dass ihr meinen Mann getötet habt. Es war Wolleran! Wir haben es geschafft. Was sie mit dir machen? Ja. Mein Gott. Es ist vorbei. Ich danke euch, Lady Hamley. Der Mönch muss seine Lektion lernen. Der Papst würde euch zustimmen. Der Prozess ist noch nicht zu Ende. Oh nein. Philipp hat sich nicht als schuldig erklärt. Aber er hat die Lehren und die Autorität der Kirche in Frage gestellt. Die Feuerprobe wird stattfinden. Oh nee. Um zu zeigen, dass die Kirche nicht über Gott steht. Um zu zeigen, dass mein Bruder, der König von England, nicht über Gott steht. Werden nicht wir diesen Mann richten, sondern Gott. Das ist Wahnsinn! Nein, das können Sie nicht tun! Philipp! Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Nein! Das könnt ihr nicht tun! Dies ist jetzt eine Angelegenheit der Kirche, Lady Aliena. Mein Bruder, der König und ich haben einen Verräter wie Wolleran in unserer Mitte geduldet. Wir waren Narren und Sünder, auch wenn wir es nicht wussten. Ich bete, dass Gott Philipp vor diesen Flammen erretten wird. Denn seine Erlösung wird auch eine Erlösung für uns Sünder sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Entzündet den Scheiterhaufen! Bei Gott, wir müssen doch etwas tun können! Hört sofort auf! Oh nein, ernsthaft? Ernsthaft? Oh. Oh. Ehrlich, Leute, damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Und vor allem habe ich eigentlich damit gerechnet, dass man irgendwie noch eine Chance hätte, irgendwas zu tun oder jetzt, keine Ahnung, ein Gewitter aufzieht und Starkregen das Feuer löscht oder dergleichen. Jetzt ist Philipp tatsächlich Opfer, ja, Opfer der Kirche geworden. Obwohl der Bischof, der Feineherr, Bischof da draußen auf dieser Erhöhung stand, auf dem Podest und im Grunde noch seine Schuld eingestanden hat. Oh, das tut weh. Oh, wie hätte man das verhindern können? Hätte man das verhindern können, indem man seine Schuld gesteht? Hätte man, in der letzten Folge hatten wir die Wahl als Philipp, uns schuldig zu bekennen oder nicht schuldig, hätten wir uns schuldig bekennen müssen? Aber ich habe da auch überlegt, wie würde Philipp sich entscheiden? Und ich glaube, er würde mehr für seine Ideale, für das, wofür er steht, würde er eher die Konsequenzen tragen, als sich dann doch wieder zu beugen. Oh, auch wenn das jetzt gerade echt schmerzhaft ist. Sehr schmerzhaftes Ende, sehr schmerzhafte Szene. Ich glaube, aus Philipps Sicht ist sie irgendwie nachvollziehbar oder im Grunde das, was wofür er sich entschieden hätte. Aber es ist genau das. Es ist genau Macht. Philipp hat das angezweifelt. Im Grunde hat er angezweifelt, dass es irgendwie Priester, Bischöfe, diese ganzen hierarchischen Ebenen braucht, die Macht bedeuten, damit man zu Gott finden kann. Er hat gesagt, Gott lebt in jedem Menschen. Also ich, im Grunde brauche ich keinen Priester, der mir meine Schuld vergibt oder dergleichen, damit ich Gott nahe sein kann, wenn ich mich, wenn ich ein frommes Leben führe, meinen Nächsten liebe, nach Gott handle, kann Gott in jedem Menschen wohnen und es bedarf im Grunde dieser Institution nicht und
diese Position dieser mächtigen Männer hat er halt in Frage gestellt und dann ist genau das passiert, was er angeprangert hat. Es wird dieses Gottesurteil, die werden aus dem Weg geschafft und mundtot gemacht, weil er im Grunde an ihren mächtigen Stühlen gesägt hat. Aber wir konnten die Verschwörung aufdecken und naja, das vielleicht das Positive. Oh, sehr schmerzhaft, aber auch das werden und müssen wir natürlich so erstmal akzeptieren. Gut, aber ich bin gespannt, was dann noch kommt. Ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge entsprechend akzeptieren und schauen, wie es jetzt zu Ende geht. Ich denke, wir biegen ein wenig auf die Zielgerade ein. Ich freue mich entsprechend, wenn ihr dann auch in der nächsten Folge mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.